Sama Veslati arbeitet seit 2018 mit dem Timewafer Pro. Dadurch kann sie tiefe Zusammenhänge und Dysbalancen ihrer Klienten aufdecken und ihnen dabei helfen, diese auszulösen. Heute wird Sama uns mitnehmen in das Thema Befreiung von emotionalem Schmerz in Beziehungen. Begrüßen wir nun gemeinsam Sama Veslati auf unserer Bühne. Dankeschön. Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung. Heute geht es um das Thema emotionaler Schmerz in Beziehungen. Was die Ursachen sind, meistens ist das die Kindheit, was das für Auswirkungen hat und wie man diese Auswirkungen bzw. die Ursache, ich darf jetzt nicht heilen sagen, integrieren kann. Ja, wie man das integrieren kann, weil, oder am besten starte ich direkt mit einem Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe. Menschen, die in ihrer Kindheit verletzt wurden, entwickeln eine Art Widerhaken, an dem sich später aller Kummer wiederfängt. Wenn kleine Kinder emotional Zustände erleben, die überwältigend sind, hat das in der Regel Auswirkungen auf die Zukunft. Wenn ein Kind wütend ist, ich gebe auch gleich Beispiele, sauer ist, Ohnmacht erlebt, und ich denke, wir alle haben als Kind hier und da mal Ohnmacht erlebt, und diese Emotion nicht verarbeiten kann, und ein Kind kann stark unangenehm aufgeladene Emotionen nicht verarbeiten aufgrund des Gehirns. Es ist noch nicht so weit entwickelt wie ein Erwachsener. Was dann passiert, es entsteht eine Blockade im Energiefeld. Das heißt, die Emotion, die sehr stark unangenehm aufgeladen ist, wie die Wut oder die Trauer oder der Frust, bleibt im Körper, im Energiesystem dieses Kindes stecken. Es ist blockiert, weil es nicht fließen kann und hat eine Sogwirkung auf die Außenwelt. Später, wenn dieses Kind älter wird, wird es immer wieder die Erfahrung machen von den blockierten Gefühlen, die es mit sich trägt, zum Beispiel Trauer und Ohnmacht. Das Interessante ist, dass ein erwachsener Mensch diesen Zusammenhang nicht mehr wiederfindet von der Situation, die es jetzt gerade erlebt, zum Beispiel in der Partnerschaft, mit der Kindheit, weil es ist eine Energiefrequenz, die dieses Kind in der Kindheit erlebt, von Scham, von Unterdrückung, die es später nochmal in Beziehungen erlebt. Und wenn ich hier von Beziehungen rede, meine ich nicht nur die Beziehung zum Partner, auch zum Nachbarn, zur Schwiegermutter, zum Kollegen, ne, zu all unseren Mitmenschen, selbst zu unseren Haustieren. Wir schauen uns jetzt die Ursache an von emotionalen Schmerz. Ein bisschen bin ich ja schon drauf eingegangen. Möglichkeiten, wie man das auflösen kann. Und ich zeige, wenn die Zeit noch ausreicht, welche Datenbanken ich benutze zur Blockadenauflösung, zur Harmonisierung des Kunden. Emotionale Wunden, das sind stark aufgeladene, unangenehme Emotionen, die feststecken in unserem Körpersystem. Und wie eben schon erwähnt, stark aufgeladene, unangenehme Emotionen können kleine Kinder und oft auch Erwachsene, weil wir das verlernen, nicht komplett fließen lassen. Emotionen wollen fließen. Und wir, unsere Gesellschaft, hat es gelernt, dass stark unangenehme, aufgeladene Emotionen wie Wut, Trauer, Ablehnung etwas ist, was ich wegdrücke, was ich abspalte. Und das passiert, wie eben schon gesagt, sehr früh bei kleinen Kindern, dass sie das abspalten, wegdrücken, weil einfach ihr Körpersystem noch nicht imstande ist, das zu verarbeiten. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, zwei Beispiele. Einmal den jähzornigen Vater. Wie fühlt sich das Kind, wenn es einen Vater hat, der es nicht sieht, der es nicht versteht, der vielleicht auch laut ist? Es entsteht Trauer in dem Kind, Scham, Frust. Und dieses kleine Kind kann seine Wut nicht ausleben gegenüber des Vaters, weil es würde die Situation verschlimmern. Das heißt, dieses Kind lernt, das Unterbewusstsein unterstützt es, diese Ohnmacht, diese Wut, diese Scham zu unterdrücken. Dieses Gefühl wird abgespalten. Und das ist wichtig, damit das Kind die Bindung zu den Eltern weiterhin, dass sie weiterhin bestehen bleibt. Weil wenn das Kind jetzt wütend wird und zurückschreit und vielleicht auch wegschubst, wenn wir Wut
Empfinden ist es eine Energie, die will fließen. Und das ist gut, wenn wir uns ein bisschen bewegen. In der Regel, wenn ein Kind das macht, nicht bei allen Eltern, wird es bestraft. Es wird abgelehnt, ignoriert. Und was macht das Kind? Es steckt diese Emotion weg. Das Beispiel geht aber auch leider auf sehr bewusste Eltern, sehr achtsame Eltern. Ich bin selbst Mutter von 3 Kindern und ich denke und ich sehe es auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die sehr achtsam sind und darauf achten, dass sie ihre unangenehmen Gefühle ihren Kindern nicht weitergeben. Die Herausforderung ist jedoch, dass unsere Kinder an unser Energiefeld angeschlossen sind. Ich nenne das immer, wie habe ich das genannt, Biotop. Das Kind lebt im Biotop der wahren Gefühle der Eltern. Das Kind ist an das Nervensystem angeschlossen, der Eltern. Das heißt, wenn ich als Mutter selbst nicht verarbeitete Gefühle habe aus der Kindheit, also selber Dinge erlebt habe, die ich noch nicht verarbeitet habe, egal ob bewusst oder unbewusst. Ja, viele laufen auch unbewusst rum und wissen gar nicht, dass sie sehr viele traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten. Dann gebe ich das meinem Kind weiter, auch wenn ich liebevoll zu meinem Kind bin, weil ich unterdrücke. Das heißt, all die Gefühle, die ich unterdrücke und nach außen funktioniere, bekommt mein Kind mit. Und da gibt es ein tolles Buch, das werde ich zum Anschluss nochmal vorstellen. Da beschreibt der Autor Eltern, die unverarbeitete Emotionen in sich tragen, geben diese wie mit einem Staffelstab weiter an ihre Kinder. Das heißt, ich habe oft Kunden bei mir sitzen, die dann sagen, du Samar, meine Kindheit war gut, meine Eltern waren liebevoll und trotzdem bin ich unglücklich in meiner Beziehung. Die Eltern, es gibt genug Eltern, wie eben erwähnt, die einfach funktionieren, die freundlich sind, die alles machen, aber innerlich gibt es Frust, es gibt Stress, vielleicht verstehen sie sich mit ihrem Partner nicht und das wird unterbewusst weitergegeben. Zur Auflösung solcher Blockaden muss ich nicht wissen, was für einen Stress meine Eltern hatten. Ich muss nicht irgendwie in vergangene Welten reisen oder sonst was, weil für die Auflösung brauche ich nur meinen Körper. Der Schlüssel für die Integration, ich will jetzt bewusst nicht Heilung sagen, für die Integration solcher blockierten Gefühle ist immer in unserem Körper. Der sagt uns, wo der Fehler liegt. Was passiert jetzt, wenn ein Kind gedemütigt wird oder auch in dem Fall nicht gedemütigt wird, aber blockierte Gefühle von den Eltern mitbekommt? Es können 2 Dinge passieren. Es gibt eine verletzte Seite. Ich gehe davon aus, dass wir die alle haben. Eine schwache Seite. Ja, das kleine Kind ist schwach, es kann sich nicht wehren gegen jemanden, der 5-mal so groß ist und vielleicht wütend ist oder das Kind ablehnt. Es entsteht eine ohnmächtige Seite. Innere Einsamkeit. Weil ich die Gefühle, die in meinem Körper fließen, nicht authentisch nach außen zeigen darf. Auf der anderen Seite entsteht eine Beschützerseite. Sie kann aggressiv sein, sie muss nicht. Strapazierfähig, ja? Man schafft alles alleine und man bekommt unglaublich viel hin in seinem Alltag. Man kann auch sehr kontrollierend werden. Viele entwickeln sich zu einem Workaholic und werden innerlich taub. Eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Innerlich taub, ohnmächtig. Und das ist mir erst bewusst geworden, seitdem ich selbst mit diesen Dingen arbeite, wie viel da taub war. So, jetzt habe ich nochmal hier ein kleines Kind. Gehen wir davon aus, dieses Kind hat in der Kindheit Ohnmacht erlebt und Frust, weil es sich nicht verteidigen durfte und einfach aushalten musste, die Wut und die ganzen Gefühle. Das ist jetzt im Energiefeld als Blockade gespeichert. Und wie eben schon erwähnt, es wirkt wie ein Sog auf die Außenwelt, magnetisch, und wird immer wieder Situationen und Menschen im Außen anziehen, die dieses Gefühl wieder antriggern. Das heißt, ich bin dann in einer Beziehung und fühle mich immer mal wieder ohnmächtig oder traurig oder betrogen, weil meine Eltern mich angelogen haben. Dieser erwachsene Mensch läuft dann in der Gegenwart rum mit der Blockade, zum Beispiel Ohnmacht und Frust, weiß es aber nicht, weil wir in unserer Gesellschaft einfach nur funktionieren. Wir schauen nicht rein, wir fühlen gar nicht rein. Und diese schwache Seite, die ich eben gezeigt habe, die will keiner anschauen. Ich will mich auch nicht schwach fühlen. Ich will mich nicht ohnmächtig fühlen. Ich will geliebt sein, selbstbewusst.
Ich möchte meine Ziele erreichen. Aber die schwache Seite, die schaue ich mir nicht an. Jetzt eine kleine Übung für euch. Was ist deine gefühlte Kindheitswahrnehmung? Also wie war deine Kindheit nicht vom Verstand, sondern vom Gefühl? Wie war deine Kindheit? Wie hast du sie gefühlt? Als ich diese Übung gemacht habe, war ich schockiert zu fühlen, dass ich mich unsicher gefühlt habe in diesem Körper. Ich habe eine wundervolle Kindheit, wundervolle Eltern. Aber ich wurde bestraft, wenn ich geweint habe. Ja, mein Vater konnte keine Frauen weinen sehen. Geschichte von seiner Mutter, die er oft weinen sehen hat. Es war eine sehr gewalttätige Ehe. Und wenn er mich hat weinen sehen, gab es körperliche Strafen. Und das hat sehr wehgetan. Das heißt, ich habe mich erfolgreich zu einer Frau entwickelt, die innerlich taub ist, die nicht weint, weder bei den Geburten meiner Kinder, noch bei irgendwelchen schnulzigen Filmen, nichts. Mein Mann hat sich gewundert, ganz seltsam, du weinst nie, selbst wenn jemand stirbt, es tut mir weh, aber ich weine nicht. Als ich anfing, an mir zu arbeiten, habe ich gespürt, dass da die Traurigkeit weggedrückt wurde. Das Weinen wurde weggedrückt. Warum? Weil mein Körper sich schützen wollte, damit ich nicht bestraft werde. Das war in meiner Kindheit und ich habe die Geschichten auch wieder vergessen. Und als ich anfing, an mir zu arbeiten, kamen die ganzen Erinnerungen hoch. Meine Tränendrüsen haben die Tränen unterdrückt. Mein Verstand weiß, dass ich nicht in Gefahr bin. Mein Verstand weiß, dass ich nicht mehr bestraft werde. Mein Körper weiß es nicht. Und deswegen betäubt mich mein Körper immer wieder, dass ich gewisse Gefühle nicht zulasse. Wie man das jetzt auflösen kann, zeige ich gleich. Mit der Zeit wurde das immer besser. Ich habe mich mit meinen Tränendrüsen verbunden, mit meinem Körper verbunden. Hat lange gedauert, bis endlich mal die erste Träne fließen konnte. Und das war sehr befreiend. Und es geht nicht nur mir so, auch einigen Kunden. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einem Klienten. Wenn ich über emotionale Blockaden spreche, ist es immer etwas schwierig zu fassen. Und ein Beispiel kann vielleicht ein bisschen deutlicher machen, was ich meine. Dieser Kunde, nennen wir ihn Peter, wohnt hier in Frankfurt. Ich komme selbst auch aus Frankfurt. Er lebt in einem kleinen Dorf hier in Frankfurt und arbeitet in einem großen Unternehmen. Knapp 2 Meter groß, breit, liebevoller Mann. Er hat 3 Kinder, alle klein. Na, die kleinste ist jetzt im Januar geboren. Liebevolle Frau, hat sich ein Haus gekauft, hat also ein Darlehen seit 3 Jahren und stand vor einem Problem. Sein Chef hatte ihm aufgefordert, die Abteilung zu wechseln, weil dort jemand ausgefallen ist. Peter wollte die Abteilung nicht wechseln. Er meinte zu mir, in dieser Abteilung ist eine ganz miese Stimmung, viele werden rausgeekelt, er will nicht wechseln. Jetzt hat ihm aber sein Chef durch die Blume mitgeteilt, wenn du nicht wechselst, werden deine Aufstiegschancen gleich 0 sein. Dann hat seine Frau bei mir ein Coaching gebucht. Sie folgt mir auf YouTube, er kannte mich jetzt nicht. Und er hat dann auch vom Timeweaver mitbekommen und bat mich, ihn zu harmonisieren. Das heißt, er hatte vor, ein Gespräch mit seinem Chef zu führen, wo er ihm mitteilt, dass er die Abteilung nicht wechselt, dass er da bleiben möchte, wo er ist, aber dass die Aufstiegschancen bleiben. Und das sollte ich mit dem Timeweaver harmonisieren. So, das mache ich gerne. Nur war es mir nochmal wichtig, dass wir in die Ursache gehen, weil am Symptom arbeiten mit dem Gespräch wird eventuell nicht so viel bringen. Ich habe ihn gefragt, Peter, was löst die Situation in dir aus mit deinem Chef für Gefühle? Er meint, das macht mich wütend und ich spüre Rache. Am liebsten würde er sein Auto zerkratzen. Und da ist ganz viel Wut. Gut, kannst du mir sagen, wo du diese Wut spürst? Das hat ihn ein bisschen verrückt gemacht. Wo soll ich meine Wut spüren? Sag ich, ja, die Emotionen sind nicht im Verstand, die sind im Körper. Geh mal in deinen Körper. Entspann dich. Fühlst du irgendwo die Wut? Es hat einige Minuten gedauert und dann hat er sie hier gespürt, in seinem Bauch. Und er war ganz begeistert. Ich kann es spüren. Ich habe einen Krampf. Ich spüre das in meinem Bauch. Gut, dann bleiben wir bei der Wut, weil die Wut ist in der Regel die erste Schicht. Da unten drunter sind noch andere Schichten. Bleiben wir bei der Wut. Was kommt noch? Atmen, entspannen. Es ist wichtig, dass der Körper sich sicher fühlt. Und irgendwann hat er Ohnmacht gespürt. Ohnmächtig, traurig.
Und er meinte, ich will mich nicht traurig fühlen und auch nicht ohnmächtig. Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich will meinen Job nicht verlieren. Ich muss stark sein. Bleib doch mit der Ohnmacht. Bleib mit der Trauer. Kommt sie dir bekannt vor? Weil die ist nicht neu. Das ist etwas, das du von früher kennst. Und er dachte nach und er hat sich dann erinnert, dass er das von seinem Vater kennt. Sein Vater war sehr herrisch. Er hat sich sehr oft sehr ohnmächtig gefühlt, sehr klein gefühlt. Und die Situation, in der er gerade ist, eine Beziehung zu seinem Chef, hat die gleiche Energiefrequenz, gefühlte Wahrnehmung, wie die in seiner Kindheit. Es ist nicht das erste Mal, er hat schon mehrere Erfahrungen davor auch gehabt, die gleiche Frequenz haben, nur eine andere Situation und andere Menschen. So, und diese Frequenz wiederholt sich so lange, bis wir hinschauen. Und bei ihm war das, glaube ich, Ohnmacht und Traurigkeit, bis er diese Gefühle, die er abgespalten hat als Kind, weil es einfach zu überwältigend war, das zu fühlen, wenn er diese Gefühle wieder zu sich nimmt in Liebe und sie erlaubt, da sein zu dürfen, erst dann hört es im Außen auf, gespiegelt zu werden, in dem Fall von seinem Chef. Wir haben noch zwei Glaubenssätze gefunden. Meine Bedürfnisse, meine Meinung ist nichts wert. Das war als Kind und jetzt auch auf der Arbeit. Und ich kann mich nicht wehren. Die Ohnmacht. Wie kann man da jetzt vorgehen? Wie gehe ich vor, um das aufzulösen mit dem Kunden? Ich löse nichts auf, das macht natürlich der Kunde. Erst einmal den Körper und die Emotionen von der Erstarrung in die Entspannung zu bringen. Das hat was mit dem Nervensystem zu tun, weil oft sind wir im Kampf-Flucht-Modus. Ich muss mich verteidigen oder ich muss mich verstecken oder ich bin in der Erstarrung. Auch meine Erfahrung, ja, dann erstarre ich einfach und funktioniere weiter. Nur bleibt die Situation halt die gleiche im Außen. Und da einen Weg zu finden, gemeinsam dem Körper die Sicherheit zu geben, dass ich in Sicherheit bin. Verändert sich mein Körper, fühlt sich sicher, verändert sich auch mein Energiefeld. Und was dann passiert ist, dass dieser energetische Haken, den Peter mit seinem Chef hatte, dass der sich löst und die Situation sich verändern kann, harmonisch. Dann arbeiten wir an den unterdrückten Emotionen, dass wir sie fließen lassen. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Und Glaubenssätze verändern. So, er hatte diese Ohnmacht und diese Traurigkeit gespürt. Und das ist ganz wichtig, wenn wir unterdrückte Emotionen in uns spüren und wir sie fließen lassen wollen. Fließen lassen bedeutet, ich nehme sie in meinem Körper wahr, aber ich verurteile sie nicht. Unser Ego mag es im Außen einen Schuldigen zu suchen. Wenn es keinen Schuldigen im Außen findet, dann findet es sich selbst als Schuldigen. Oder ich bin das Opfer oder der andere ist das Opfer. Das heißt, unser Ego, unser Verstand mag es im Außen Geschichten zu finden, warum diese Person mir jetzt dieses Gefühl gegeben hat. Aber niemand gibt mir ein Gefühl, das Gefühl war schon da. Und umso schmerzhafter das Gefühl ist, desto älter ist es. Und es gehört dir. Nicht deinem Gegenüber. Oft, deswegen emotionaler Schmerz in Beziehungen, tut uns der Partner weh, der uns am nächsten ist. Ja, der Ehemann, die Ehefrau, Freund, Freundin. Weil sie ganz nah an uns sind. Genauso nah, wie unsere Eltern früher an uns waren. Das heißt, Peter hat in dem Moment jemanden gebraucht, der seine Gefühle halten kann. Was meine ich mit halten? Dass ich nichts zerrede, dass ich aushalten kann, wenn er weint. Ne? Wenn er sich so bedrückt fühlt, dass er alles rauslassen kann. Es ist ganz wichtig dann als Therapeut, als Begleiter, dass mein Nervensystem reguliert ist, dass ich so entspannt wie möglich bin, weil ich bringe ja auch meine eigenen Geschichten mit. Dann öffnet sich auch sein Energiefeld und entspannt sich. Und er kann die Ohnmacht in sich zulassen. Und das, was ich jetzt hier mache, ist alles auf Verstandesebene zu erklären. Die Arbeit ist dann im Körper, es zu fühlen, es zuzulassen. Das heißt, ganz entspannt atmen, hinsetzen und fühlen. Was kommt hoch? Unser Körper ist sehr weise. Er gibt schichtweise das hoch, was wir gerade halten können, was wir aushalten können, was wir ertragen können. Und das kann manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein. Ich lese darüber, ich berichte darüber, ich mache Ausbildungen, habe meine Klienten. Und wenn ich an mir selber arbeite, spüre ich diesen körperlichen Schmerz, wie sich alles in mir dagegen wehrt, zum Beispiel die Ohnmacht zuzulassen oder die Trauer. Ich bin das Sonnenkind, ja, ich muss lächeln und immer gut gelaunt sein. Aber die Tränen zuzulassen,
Mein Körper hat Angst, wieder bestraft zu werden. Und wenn ich sage bestraft werden, nicht jeder wurde körperlich bestraft. Es gibt Menschen, da haben die Eltern einfach nur das Kind ignoriert oder waren dann beleidigt. Ja, das ist nicht gut, was du machst. Das reicht schon, dass das Kind sich verschließt und Gefühle unterdrückt. Was wir noch machen, also einmal, was ich eben erwähnt habe, ist im Körper bleiben, wahrnehmen, was hochkommt. Ich sage immer, Gefühle sind wie Wesen. Sie wissen, ob wir es ernst meinen oder nicht. Wenn Peter jetzt sich mit seiner Ohnmacht verbindet, mit dem Ziel, Hauptsache das Gespräch, ja, mit der Arbeit, dass das alles funktioniert, dass ich auf meinem Arbeitsplatz bleibe und die Aufstiegschancen habe, spürt es diese Emotion von Ohnmacht. Die Ohnmacht möchte, dass du sie siehst, wie sie ist und sie zu dir nimmst. Im Feuer stehst, des Schmerzes, sich ohnmächtig zu fühlen, auch wenn du ein 2 Meter großer, breiter Mann bist. Auch du hast Ohnmacht in dir. Und wie kann ich sie fühlen? Indem ich in meinem Körper bleibe. Der Körper zeigt es. Es gibt Schichten, die wir auch beschreiben können. Ja, es fühlt sich dunkel an. Bei ihm, also er hat das erstmal hier im Bauch gespürt, dann ging es immer mehr nach oben. Dann hat er hier eine Schwere gespürt auf seinem Herzen, ganz starke Trauer. Dann war hier eine Kugel, eine graue Kugel, die er gespürt hat. Und Peter ist nicht der typische Mensch, der irgendwie mit spirituellen Themen sich auseinandersetzt, aber er fand das faszinierend, dass sein Körper mit ihm spricht. Die Trauer war dann irgendwann hier. Einfach mit dieser Trauer bleiben, die Kugel spüren. Zuerst war es dunkelgrau, dann wurde es immer heller. Er spürte, wie die Kugel nach oben wandert, dass sich ein bisschen was auflöst. Die Übung haben wir öfters gemacht, dass er im Körper bleibt. Wir haben noch viele andere Dinge gemacht, aber ich bleibe beim Fließen der Emotionen. Im nächsten Schritt haben wir uns dann die verletzte Seite angeschaut, die er hat. Und die Beschützerseite. Und es ist wichtig, dass beide Seiten miteinander kommunizieren. Zum Beispiel hat er ja die ohnmächtige Seite und dann die harte Seite, ja, die alles schafft. Dass die zwei miteinander kommunizieren. Ohnmacht. Warum bist du da? Was kann ich für dich tun? Und dann ganz ruhig sein. Manchmal kommt keine Antwort. Ja, meine eigene Erfahrung, dadurch, dass ich mich jahrelang betäubt habe, also jetzt nicht durch Drogen oder Alkohol, einfach nur, dass ich meine Emotionen nicht spüre. Ja, ich war immer so eine Macherin. Machen, 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 machen. Und einfach nur betäuben, nicht fühlen. Und am Anfang habe ich nichts gefühlt. Was kann man da machen? Dann fühle ich das Nichts. Okay, wie fühlt sich das Nichts an? In meinem Fall war das eine Metallwand, eine ganz dünne Metallwand. Und da war eine Leere dahinter. Da bin ich dabei geblieben. Ich habe ja eben erzählt, Gefühle sind für mich wie Wesen. Sie nehmen uns wahr. Sie wissen, ob wir sie ernst nehmen oder nicht. Und das Gefühl spürt, ob ich jetzt wirklich mit dem Schmerz bin oder ob ich einfach nur wieder mich betäuben möchte, um angeblich zu heilen. Und umso länger ich mit dieser Leere bleibe, desto mehr wird sie verschwinden. Und ich spüre, dass es mir wehtut und ich möchte es wieder zurückmachen. Ich will ja nicht verletzt werden. Ich will die Mauer hier noch weiterhin behalten. Dabei bleiben. Und dann geht wieder diese Mauer ganz langsam weg. Das ist eine Übung, die kann man jetzt nicht innerhalb von einer Stunde machen. Die macht man immer wieder, immer wieder. Dazu gibt es auch eine tolle Anleitung für Therapeuten. Ein Buch, das ich auch nochmal gleich vorstellen werde, wo nochmal im Detail erklärt wird, wie man da vorgehen kann. Peter hat seinen Traumabond zu seinem Chef lösen können. Wie eben erwähnt, er hat seine Gefühle von Rache, von Wut, von Traurigkeit, von Ohnmacht, da war auch Erniedrigung dabei, da war auch Erpressung dabei. Ja, wenn du nicht wechselst, dann zwar durch die Blume, aber es kam an. All diese Gefühle hat er nicht mehr abgetrennt und auf den Chef projiziert, dass er da mit der Wut rumläuft, sondern er hat sie zu sich genommen, wie kleine Babys. All diese Gefühle durften da sein. Und das ist Selbstliebe. Selbstliebe startet dabei, dass ich all die Gefühle, die so schmerzhaft sind, die ich in mir trage, auch wenn ich es nicht zugeben möchte, dass ich diese Gefühle umarme. Ohne dabei ständig im Außen den Schuldigen zu suchen. Es gibt im Außen immer einen Schuldigen, ja, wenn wir den suchen. Unser Verstand wird sowieso nie ruhig sein. Kein Problem. Ich lasse ihn labern, ich lasse ihn reden und komme immer wieder zurück zu meinem Körper und bleibe mit diesem Gefühl. Und diese Arbeit ist unheimlich anstrengend. Es ist so leicht, den Schuldigen im Außen zu finden. Es ist so leicht, andere zu beschimpfen, ne, dass sie die Schuld daran haben, dass es mir jetzt so schlecht geht. Man braucht aus meiner Sicht Kraft, Energie dafür, mit sich zu bleiben. Mit dem kleinen Kind,
Diese ganzen verletzten Gefühle sind mein kleines inneres Kind, das damals von niemandem getröstet wurde. Ja, dann kriege ich da ein paar Schläge und sitze allein in meinem Zimmer. Fürs Kind ist es dann irgendwann gewohnt, aber wenn man älter wird, sieht man, das ist Trauma. Für ein kleines Kind ist es Trauma. Aber in den 80er Jahren ist das bei ganz vielen Menschen passiert und auch schon davor. Und mit diesem kleinen Kind zu bleiben, es zu lieben, es zu halten, mit all seinen Schattenseiten und sie zu mir zu nehmen. Da beginnt die Integration. Das heißt, diese Gefühle, die da draußen die ganze Zeit waren, die ich weggedrückt habe, die ich abgespalten habe, dürfen wieder zu mir. Und so werde ich wieder ganz authentisch und liebevoller auch mit mir selber. Und was dann passiert ist, dass im Außen, wie es bei Peter, die Situation sich verändert. Bei Peter war das jetzt so, er war im Oktober letztes Jahr bei mir. Im März hatten wir das letzte Gespräch. Er meinte, es kam nicht zum Gespräch. Sein Chef hat einen neuen Mitarbeiter gefunden für die andere Abteilung. Und es war nichts mehr. Er war nicht mehr Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Es hat sich erledigt. Das heißt, dieser neue Mitarbeiter, der jetzt in dieser ekligen Abteilung eingestellt wurde, passt vermutlich mit seinem Energiefeld genau in diese Abteilung. Peter nicht mehr. Das sind die Buchempfehlungen. Einmal, wer Fotos machen möchte, von der Ann Weiser Cornell, Focusing, der Stimme des Körpers folgen. Ich finde, es ist ein ganz dünnes, kleines Buch. So hilfreich für Selbstanwender, aber auch für Therapeuten, wie man in den Körper kommt. Ich meine, normalerweise sollte das jeder wissen, aber Kindergarten, Schule, das ganze System hat uns davon abgetrennt, weil wir so sehr in unserem Verstand sind. Aber es zeigt nochmal, wie wir unserer Körperweisheit vertrauen, wie wir einfach nur hören und fühlen, also nicht hören, eher fühlen, zulassen. Irgendwann öffnet sich etwas und zeigt sich. Und mit der Zeit zeigen sich immer schmerzhaftere Emotionen. Also diese spirituelle Arbeit, sage ich immer, ist nicht so ein Zuckerschlecken, es kann manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber, ich habe vorhin erwähnt, ich habe mich jahrelang innerlich nicht gefühlt, ich habe einfach nur funktioniert, ne? Heiraten, Kinder, Familie, einfach nur funktionieren im Außen. Ich konnte weder die Freude spüren, wenn ich Prüfungen bestanden habe mit einer sehr guten Note oder bei der Geburt meiner Kinder, weder konnte ich super traurig sein, weil ich einfach nur betäubt war. Wenn wir aber lernen, die schmerzhaften Gefühle zuzulassen, die in uns sind, können wir auf dieser Gefühlspalette erst wirklich die Freude richtig empfinden, das Glück wirklich spüren. Das heißt nicht, dass wir es halten können. Ja, halten können wir nichts. Aber diese Entspannung, diese Freude, dieses Glück kann ich erst wirklich zulassen, wenn ich auch den Schmerz zulassen kann. Diese Gefühlspalette, da gibt es ja so eine Bewusstseinsskala, das habe ich vergessen, wie der Autor heißt, die ist ja für alle da. Es fängt bei Scham und Schuld, Angst, Wut an, geht hoch zu Dankbarkeit, Frieden und Liebe. Alle Gefühle sind wertvoll, heilig und sie sind da, dass sie immer durch uns durchfließen können. Nicht, dass wir sie immer wieder abspalten. Ich mache das immer noch ab und zu, ne, dass ich Gefühle abspalte. Wie jetzt hier zum Beispiel aufgeregt, das wird jetzt abgespalten, einfach funktionieren. Es ist ja auch manchmal hilfreich, aber nicht im Alltag und schon gar nicht mit der Familie, mit den Liebsten, immer wieder sich abzuspalten. Das heißt, alle Gefühle sind da, alle wollen gefühlt werden. Egal, wer dafür zuständig ist, der mich das hat fühlen lassen. Ich sage immer, das sind alles Lehrmeister, die mich daran erinnern, wo noch Wunden sind, wo ich hinschauen darf. Und wenn ich hinschaue und diese Gefühle fühle und zulasse, fangen sie an zu fließen. Und da fängt die Integration an. Und wie vorhin schon erwähnt, dann hören auch die Situationen im Außen auf. Ne? Der Ärger mit meinem Partner oder mit meinem Chef oder immer wieder das gleiche Problem, immer wieder die gleiche Situation. Peter hatte das Problem, dass er immer wieder betrogen wurde. Ja, er hatte ein 30.000-Euro-Auto gekauft, es war geklaut. Ja, die Polizei stand vor seiner Tür. Das Auto musste er abgeben, das Geld war weg. Den Betrüger haben sie nicht gefunden. Er hat es erst mit der Arbeit verstanden, warum er immer wieder solche Menschen angezogen hat. Dass das nichts damit zu tun hat, dass er doof ist, sondern dass es einfach Emotionen sind, die blockiert sind und in seinem Energiefeld feststecken. Das andere Buch, Die Kraft gelebter Gegenwart, ist das Buch, was ich am Anfang erwähnt hatte. Michael Brown erwähnt in diesem Buch, wenn Eltern selbst Erfahrungen hatten in der Kindheit, die sie nicht verarbeiten konnten, Blockaden in ihrem Energiefeld haben und diese nicht verarbeiten, dass sie diese wie mit einem Staffelstab an ihre Kinder weitergeben. Na, wie oft haben wir Erwachsene rumlaufen, geht mir auch so, dass ich manchmal Themen habe, wo ich sage, das hat doch nichts mit mir zu tun, das ist doch Papa oder das ist doch Mama.
Ja, wenn Sie das nicht verarbeitet haben, darf ich mal hinschauen. Ja? Und fühlen, einfach nur fühlen. Es geht immer wieder ums Fühlen, ums Integrieren und Zulassen, was ist. Wie arbeite ich jetzt mit dem Time Weaver? Ich gehe da in der Regel in diesem Fall 4 Schritte. Einmal die Familienblockaden lösen, weil es meistens was mit der Familie zu tun hat, wenn ich eine Blockade mit mir trage. Emotionen transformieren, also fließen lassen. Glaubenssätze auflösen, da gibt es auch mehrere Schritte, was man gehen kann. Und Vergebung. Vergebung kann Jahre dauern. Da darf man auch aufpassen, dass man nicht spirituell nach oben fliegt. Und ich vergebe jetzt, ne, toxisch positiv, aber eigentlich trage ich noch Groll in mir und Wut. Dann darf ich mir die Erlaubnis geben, den Groll zu tragen und die Wut zu tragen. Und wenn es Jahre dauert, dann Jahre. Wir bestehen aus Schwingungen und alle Dinge um uns sind Schwingungen. Und auch der Groll ist eine Schwingung. Und wenn ich gegen diesen Groll kämpfe, weil ich sage, aber ich muss doch vergeben, damit endlich die Probleme aufhören, kämpfe ich gegen diese Schwingung. Wenn ich aber ankomme und sage, der Groll darf sein, und selbst wenn er mich zerfrisst, er darf da sein, ich habe Hass, kann sich diese Schwingung entspannen, weil ich sie akzeptiere, dass sie da ist. Das Dunkle darf genauso da sein wie das Helle. Und wenn ich das akzeptiere, dass in mir auch Hass ist und Wut, erst dann bin ich bereit, mein System, nicht ich, also mein System ist dann erst bereit, auf die nächste Stufe zu steigen, um in die Vergebung gehen zu können. Na, ich selbst habe einige Jahre gebraucht, zu vergeben bei einigen Personen. Aber es ist dann authentisch und nicht mehr toxisch positiv. So, ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie ich da jetzt im Time Weaver vorgehe, welchen Fokustext, falls es irgendjemanden interessiert, weil es hier nochmal in die Details geht. Also Fokustext bei der Familienaufstellung: Ich erkenne die Hintergründe der mich belastenden Verbindung zu meinem Vorgesetzten und löse sie auf, danke. Und dann nehme ich diese Datenbank. Dann einmal Emotionen auflösen, also ich gehe nicht einzeln durch. Dann nehme ich den Fokustext: Ich erkenne den Hintergrund meiner schmerzhaften Emotionen und transformiere sie zu meinem höchsten und besten Wohl, danke. Dann nehme ich dann diese Datenbanken. Dann Glaubenssätze auflösen. Hindernde Überzeugungen sind erkannt und transformieren sich zu meinem besten Wohl, danke. Ich gehe da auch nochmal andere Wege. Ja, meist reicht das nicht aus, aber gerade Glaubenssätze, Überzeugungen sind so tief drin, das schauen wir uns dann nochmal auf anderen Ebenen an. Hindernde Überzeugungen sind erkannt und transformieren sich zu meinem besten Wohl, danke. Das Letzte ist dann Vergebung und Loslassen. Wie gesagt, das dauert eigentlich Jahre manchmal, kann es auch schnell gehen, je nachdem, was vorgefallen ist. Ich vergebe mir und meinen Mitmenschen und löse mich von den Konsequenzen vergangener Erfahrungen. Ich bin frei. Danke. Ja, noch ein kleines Thema zum Schluss. Das Leben ist immer für dich, nie gegen dich. Durfte ich auch erstmal lernen. Alles hat eine Energiefrequenz. Also wenn ich rumlaufe mit der Energie, ich muss noch an mir arbeiten, ja, da ist noch so viel, voll die Baustelle, dann ist es eine Frequenz, die ich aussende ans Universum. Ja, was wird mir das Universum antworten? Ich bin ständig am Arbeiten an mir und nie fertig. Wenn ich hingegen rumlaufe mit der Energie, ich integriere all das, was ich nicht verarbeiten konnte als kleines Kind, Dinge, die ich vergessen habe, und wachse dadurch persönlich, ist das eine andere Frequenz, die ich aussende. Ich habe eine Zeit lang so gearbeitet, dass ich mich als Retterin gesehen habe und meine Kunden als Opfer. Das war mir nicht bewusst. Auch ein Kindheitsthema, wenn es einem schlecht geht, muss ich ihn retten. Ja, dann ist alles gut. Und dann habe ich ständig Opfer angezogen, die nie heilen konnten, weil sie sich selbst immer als Opfer gesehen haben, der Umstände. Also ich integriere und wachse. Das hat mich verändert, aber auch meine Kunden. Ich ziehe eine ganz andere Qualität an Kunden an, die wirklich selbstwirksam etwas für sich tun und nicht warten, dass jemand im Außen sie verändert. So, zum Schluss noch ein Zitat von einem unbekannten Autoren. Wenn du dich weiterhin auf den Schmerz konzentrierst, wirst du leiden. Wenn du dich auf die Lektion konzentrierst, wirst du weiter wachsen. Das ist mein YouTube-Kanal, da gibt es regelmäßig Videos zu diesen Themen
wer sich das anschauen möchte, meine E-Mail-Adresse. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Sama, vielen herzlichen Dankeschön. Dank für den Vortrag, dass wir einen Einblick nehmen könnten in deine praktische Arbeit. Vielen Dank.